Guten Tag, mein Name ist Judith Goldstein. Ich arbeite hier in Brüssel an der ständigen Vertretung Deutschlands bei der EU. In Brüssel findet in dieser Woche die 4. Syrien-Konferenz statt, die die EU gemeinsam mit den Vereinten Nationen ausrichtet. Ich finde es persönlich wichtig, dass wir den Menschen in Syrien zeigen, dass wir auch nach fast 10 Jahren Krieg und auch in dieser aktuellen Corona-Krise die Menschen und den Krieg nicht vergessen haben. Bei der Konferenz wird es auch darum gehen, die Nachbarländer Syriens zu unterstützen, die seit Jahren Millionen von Flüchtlingen aufgenommen haben. Und wir wollen diese Woche auch dafür nutzen, die klare Botschaft zu senden, dass die Verbrechen dieses Krieges nicht ungesühnt bleiben dürfen. Dass also auch einzelne Täter strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden müssen. Zu diesen Zielen beitragen zu können, das motiviert mich.